Also gut, betreten wir jetzt die Liga. Willkommen in der Pokémon-Liga! Gold, erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Willy. Ich habe die ganze Welt bereist, um meine Psycho-Pokémon zu verbessern. Und schließlich habe ich es in die Top 4 geschafft. Ich werde ständig besser. Verlieren ist keine Alternative. Und der erste der Top 4 greift uns an. Sein erstes Pokémon, die Entwicklung aus Natu, nämlich Xatu. Gut, dass ich Nachtara an erste Stelle gesetzt habe, denn Xatu kann unser Nachtara nicht mit einer Psychoattacke treffen. So, Sternschauer. Fuxuki zieht nicht so viel ab. Nachtara wird gegen Xatu keine Probleme haben. Hoffe ich zumindest. Ich meine, Top 4 Pokémon darf man nicht unterschätzen, auf keinen Fall. Oh je, Konfusstrahl ist nicht gut. Haben wir vielleicht eine Bitterbeere oder sowas? Bitterbeere, muss gucken. Habe ich eine Bitterbeere? Keine Bitterbeere? Oh mein Gott. Oder vielleicht auch? Nee, keine Bitterbeere. Das ist aber schlecht. Nachtara ist verwirrt. Aber es trifft Xatu trotzdem. Sehr gut, Nachtara. Ich hätte jetzt erwartet, dass er ein Item einsetzt, um sein Pokémon zu heilen. Aber er macht's nicht und sein Xatu ist down, sein erstes Pokémon. Übrigens genau erreicht Level 44. Sein zweites Pokémon, Rosana, ein Eis-Psycho-Pokémon, haben wir auch damals schon. Rosana sind wir noch gar nicht begegnet. Kann man auch im Eispfad finden, das Pokémon. Ich wechsle jetzt zu einem Feuer-Pokémon. Weil Eis kann man bekanntlich mit Feuer löschen. So, und jetzt auf Flammenrad. Ja, fast. Nein, Todeskuss. Oh Gott, nicht gut. Unser Tornado macht das Nickerchen, da müssen wir uns jetzt da wieder aufwachen. Und zwar nehme ich jetzt Hyperheiler. So. Puh. Oh mein Gott, Duplexi. Ich hätte es erwartet, dass er mit Psychokinese oder sowas angreift. Und jetzt Donnerschlag. Das war Rosana. Sein nächstes Pokémon. Oh, das Pokémon, das uns damals im Duellturm gekillt hat. Ich lasse jetzt mal Tornado draußen. Ist zwar Wasser gegen Feuer, ich weiß, aber unser Tornado kann Donnerschlag gegen dieses Wasser-Pokémon. Sehr effektiv. Okay, er spielt Amnesia. Aber jetzt beende es. Ah, komm schon, die paar KP noch. Nein, Psychokinese, nicht gut. Das überlebst du. Ja. So, nochmal Donnerschlag. Okay, Lamus ist besiegt und geschlagen. Das nächste Pokémon, noch ein Xatu. Hier wechsle ich wieder zu... Oh, ich wollte nach Tara nicht wohin genau. Egal, wohin genau schafft es auch. Egal, ich bin bestimmt in der Spezialattacke an. Deswegen setze ich Konter ein. Nein. Ich habe jetzt gewartet, dass er mit Rucksack-Keep angreift. Deswegen habe ich jetzt Konter benutzt. Naja. Wow, wohin genau hat sich nicht selbst verletzt. Respekt. Greife ich trotzdem mit einer Spezial an, okay. Toller Witz. So, Spiegelcape. Haha, das trifft dich jetzt. Und? Schaffst du's?
Ah, nicht ganz. Jetzt verwirrt er meinen Kollegen genau wieder. Also, die haben ihre... die haben schon komische Taktiken, die Computer. Verwirren ist nicht alles. Ja, oder vielleicht doch. Scheiße. Bist du jetzt fertig? Ich kann meinen Boingen auch immer wieder heilen. Jetzt, ja, wenn du triffst, Boingen, dann ist dieses Sato schon gut wie down. Und? Ah, sehr gut, Boingen. Gut, jetzt hat er noch einen Kokowai und dann haben wir ihn auch schon besiegt. Da setze ich jetzt Zanotto ein. Okay, machen wir dem Kokowai die Hölle heiß, und zwar mit Flammenrad. Feuer gegen Pflanze, sehr effektiv. Na komm schon, das wird ein One-Kill. Oder? Na, nicht ganz. Ah, mal wieder so knapp. Vielleicht hätte ich meine Pokémon doch noch alle einen Level weiter trainieren sollen, dann wäre das jetzt fast immer ein One-Kill gewesen. Naja, Kopfnuss und tschüss. Und Willi hätten wir auch besiegt, den ersten der Top 4. Ich kann es nicht glauben. Dann bist du Atheist. Auch wenn ich besiegt wurde, werde ich an meiner Überzeugung festhalten. Ich werde weiterkämpfen, bis ich besser bin als alle anderen Trainer. Gold, schreite voran und lerne die Grausamkeit der Top 4 kennen. Und der nächste Raum hat sich geöffnet. Wer bist du denn? Oh mein Gott. Ich glaube, hier setze ich mal Tornupto an erste Stelle. Oder vielleicht auch nicht. Ich nehme jetzt mal... Oder doch. Tornupto an erste Stelle. Gar nicht mal so falsch. Halt nein, ich nehme jetzt X-Bad an erste Stelle. X-Bad an erste... Nein, nicht Status. Nein, Status. Nicht, sondern hier Tausch. Hallo, ich wollte dich doch jetzt tauschen hier. Tausch nach Tara. Okay, so. Ich bin Koga, einer der Top 4. Da ich ein Ninja bin, lebe ich in der Dunkelheit. Mein komplizierter Stil wird dich verwirren und vernichten. Verwirrung, Schlaf, Gift. Auch du wirst ein Opfer meiner hinterhältigen Strategie. Bei Pokémon geht es nicht nur um Kraft allein. Das wirst du noch herausfinden. Du bist also Koga, was? Ach, ich erinnere mich damals noch, wo ich gegen dich gekämpft habe in Gelb Let's Play. Koga! Vier Pokémon besitzt er. Und ich weiß auch welche. Blutzack, oh Mann. Ja, ihr seht, seine Pokémon sind überirdisch, die Level von ihren seinen Pokémon. Und sein Blutzug am Styrokinese, what the fuck? Ja, Relaxo hat eine hohe Spezialverteidigung, deswegen. Stärke! Gut, Glück gehabt, dass wir das Toxin daneben ging. Das ist nämlich die stärkste Giftattacke, die es gibt. In dieser Generation zumindest. Mittlerweile gibt es schon stärkere als Toxin. Ja, obwohl Blutzug kein Gift-Pokémon ist, setzt es Psychokinese ein. Was, Level 46? Jetzt merke ich erst. What the hell? Wie overlevelt sind sie? Und was ist das jetzt? 48? Tatsache, fuck! Dann hat er Ober Level 50, schätze ich mal. Nee, das wäre ein bisschen abartig. Und BAM! Body Slam! Jetzt bin ich gespannt, wenn es 50 hat, dann ist es overlevelt. Und zwar extrem. Fuck! Es hat Level 50. Also in der blauen und roten hatten die noch 40 so. Und da hat er einen Smogmog Level 42, glaube ich. Aber 50! Overlevel! Overleveling. Ja, okay, müssen wir Glurak mit einer Feuerattacke ranlassen. Irgendwie geht Toxie immer daneben. Naja, gut für uns. Ich muss lachen, ey. Wie wenig zieht es ab?
What the fuck? Und jetzt kein Doppelteam. Na geil. Und wir haben keinen X-Treffer mehr. Bitte verbrenne! Volltreffer, das ist schön. Jetzt setzt er einen Trank ein, schätze ich mal. Nein, kein Trank, naja, okay. Ein Treffer noch. Yes, man! Damit gehört der Seelenorden uns. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden. Und gewinnst 4000. Okay, jetzt müssen wir ihn nochmal besiegen. Los geht's. Okay, sein erstes Pokémon ist ein Ariados. Die Entwicklung aus Weberak. Ein Käfer-Pokémon. Und Käfer kann man leicht, ja, mit Flugattacken killen. Oh Gott, Doppelteam. Nicht gut, nicht gut. Aber du triffst trotzdem, Expert. Ich glaube an dich. Du triffst. Ja. Seht ihr, wenn man Vertrauen in seinen Pokémon hat, klappt alles. Gut, das müsste ein Level-Up für Expert geben. Jawohl, jetzt hat Expert Level 42. Und es lernt Horrorblick. Horrorblick, lieber nicht. Horrorblick ist nicht so meine Lieblingsattacke. Könnten wir vielleicht noch brauchen, vielleicht, wenn man die drei Bestien fängt. Suicune, Raikou und Entei. Was ist das nächste? Ich habe jetzt nicht gesehen, was sein nächstes ist. Egal, ich lasse jetzt mal X-Part draußen. Omod. Okay, Omod hatte ja auch damals im Gelb-Let's Play ein Flug- und Käfer-Pokémon. Oder es ist Psycho-Käfer. Na, so genau weiß ich den Typ von Omod jetzt nicht. Aber es war ein One-Hit-Kill. Gut, Forstelka, ein Stahl-Käfer-Pokémon, ist sehr schwach gegen Feuerattacken. Okay, Tornotto, Flammenrad und dann müsste Forstelka tot sein. Forstelka hat zwar eine hohe Verteidigung, aber ich glaube, ein Vierfach-Angriff würde nicht überleben, ja. Und Level Up für Boingero, jetzt hat es Level 45. Gut, das nächste Pokémon Slimog. Tja, da würde ich sagen, hier können wir leicht unsere neue Erdbeben-Attacke testen. So, müsste 120 abziehen, weil wir Tornotto ein Item gegeben haben, was Bodenattacken verstärkt. Aber Slimog überlebt es trotzdem. Slimog hat ja auch eine hohe Verteidigung und einen hohen, und sehr viele KP. Habe ich auch schon zum 100. Mal in diesem Let's Play gesagt. So, ja, okay. Obwohl er Comprimator eingesetzt hat, was seine Treffergenauigkeit, was unsere Treffergenauigkeit senkt, hat unser Tornotto ihn doch mit Erdbeben noch gekillt. Der hat auch einen X-Part, genauso wie wir, aber ich lasse Tornotto jetzt mal draußen. Okay, Tornotto, stürz ihm mal wieder die Flügel. Doppelteam, okay, interessant. Aber unser Donnerschlag trifft trotzdem. Jetzt hoffe ich, dass er noch eine Paralyse hinzubekommt. Ach, leider nicht, okay. Nein, Toxin, nein! Unser Tornotto ist vergiftet. Das Gift wird immer stärker, von Runde zu Runde. Aber interessiert mich allerdings jetzt wenig, weil wir können es jetzt heilen, da der Kampf jetzt schon vorbei ist. Unser Tornotto reicht mit 44. Okay. Ja, du hast es würdig erwiesen. Ja, danke, wir haben dich ein zweites Mal erledigt. Ich habe all meine Register gezogen. Alles war umsonst. Ich muss meine Fertigkeiten verbessern. Betritt den nächsten Raum und stelle dein Können unter Beweis. Mach ich jetzt auch. Denn jetzt heile ich zunächst erstmal unsere Pokémon. Die sind ja ein bisschen angeschlagen jetzt. Wir haben ja die Top 4 jetzt zur Hälfte besiegt. Und du bist wieder fit, das ist gut.
Okay. Ah, wer bist du denn? Ich bin Bruno, ein weiteres Mitglied der Top 4. Ich trainiere, bis ich erschöpft bin, da ich an meinen Potenzial glaube. Auf diese Art bin ich so stark geworden. Kannst du unsere Kraft widerstehen? Hm, ich sehe, du fürchtest dich nicht und siehst entschlossen aus. Genau richtig für einen Kampf. Bereit, Gold? Du wirst dich unserer unbarmherzigen Kraft beugen müssen. Ach, du wirst schon wieder kämpfen? Ich habe mir doch damals schon in den Arsch getreten im Gelb-Let's Play. Okay, sein Team spielt auf physischen Angriff, also eher auf berührenden Angriff. Ja, Onyx. Kein Gegner für Visafleur. Wo ich trainiert habe, habe ich auch gegen einige Onyx gekämpft, also Visafleur. Dieses Onyx ist der stärkste. Das ist der Anführer der Onyx, die du gekillt hast beim Training. Problemlos, sehr schön, Visafleur. Gut, es müsste Nocturne kommen, yep. Kommt auch. Ich lasse jetzt mal Glurak an, weil Glurak beherrscht Fliegen. Aber ich muss aufpassen auf einen Donnerschlag, den Nocturne möglicherweise vielleicht kann. So, Glurak ist schneller, hat mal Glück, er erhöht seine Verteidigung. Das heißt, es müsste die Fliegen ein bisschen abschwächen. Ja, tut's auch. Und jetzt kommt der Donnerschlag, ganz wie ich es mir dachte. Jetzt müsste er... Was? So viel zieht es gar nicht ab, okay, ich wundere mich. Okay, Flammenwurf. Und das Nocturne frisst Staub, sehr schön. Ein Kekli kennen wir ja, das haben wir genommen in der, im Gym in der, in Saffronia City. Er greift an mit Doppelkick, trifft aber nicht, was unsere Attacke trifft auch nicht, schade. Ja, so viel wird Doppelkick nicht abziehen, so stark ist die Attacke nicht. Da ist Turmkick deutlich stärker. Ja, sein Turmkick ist allerdings, wenn die daneben geht, dann fügt er dem Anwender Schaden zu, also ja, bin... Ja, okay, er erhöht seine Verteidigung wieder, aber Fliegen trifft ihn trotzdem und killt ihn sogar. Sehr schön, Glurak, ich bin stolz auf dich. Und hier ist wieder sein stärkstes Onyx. Also das wirklich stärkste, was... Nein, warte, nicht Glurak, haben wir ja schon. Also hier kommt wieder dieser Florian zum Einsatz. Level 56 hat dieses Onyx. Ach ja, hab ich... Ach ja, die Folge, wo der, wie heißt der, Bruno in Pokémon auftaucht, weil die allererste Pokémon-Folge, die ich je gesehen habe. Da hat er, glaube ich, so ein wildes Onyx gezähmt und dann in sein Team aufgenommen, soweit ich weiß, kann mich aber nicht erinnern. So, es ist sein stärkstes, sein Burner, Machomai, die Weiterentwicklung von Machoke. Kriegt man nur, wenn man es tauscht. So, Fliegen erst einmal. Karate-Schlag hätte mir was Heftigeres vorgestellt, aber gut. Ja, so heftige Kampfattacken gibt es hier in dieser Generation noch nicht. Ab der zweiten werden die echt heftig, die Attacken. Da kann es Kreuzhieb, Wuchtschlag vielleicht noch und ab der vierten sogar eine Gesteinsattacke wie, wie heißt die Felskante oder sowas. So, Bruno hätten wir auch geplättet. Wie konnte ich nur verlieren? Alles klärchen, Bruno. Schlagen wir dich jetzt ein zweites Mal. Okay, X-Bud. Fliegen! Nein! Er wurde getroffen von Ruckzuckieb. Verdammt, Capoeira kann Scanner. Was mache ich da? Ah, oh, ich habe vergessen, dass Capoeira Scanner kann. Capoeira ist doch so eine Kampfart, wo man tanzen muss und gleichzeitig kämpfen muss, ne? Moment, Kampf-Pokémon. Da ist unser Apollo genau richtig. Na, Apollo, bereit, ein paar Träume zu fressen? So, Apollo. Da freust du dich, wenn du dem Gegner ein paar Träume stehlen kannst, was? Traumfresser! Wir wird ein One-Hit-Kill, glaube ich. Was, kein One-Hit-Kill? Alter, ich hätte jetzt gedacht, dass Capoeira so eine niedrige Spezialverteidigung hat und dass Apollo den leicht killen könnte. So kann man sich irren. Egal, raub ihn seinen Traum. Okay, gute Arbeit, Apollo.
jetzt kommt sein nächstes Pokémon. Onix. Er hatte auch damals schon Onix in Gelb jetzt gegen uns eingesetzt. Da nehme ich Gyarados. Okay, Gyarados. Ein Surfer und Onix müsste es nicht überleben. So wie jedes Gesteinsboden-Pokémon. Okay, das war's mit Onix. Das nächste Pokémon, Nocturne. Ich glaube, hier können wir wieder X-Part einsetzen, weil Nocturne uns nicht. Weil Nocturne kein Scanner kann. Oh Gott. Aber Nocturne hat Donnerschlag, wir müssen also auch aufpassen. So, X-Part, du musst jetzt quasi treffen, ansonsten werden deine Flügel sehr, sehr, sehr schmerzen. Okay, du hast es so gewollt. Ich hab's dir gesagt, X-Part. Wer nicht hören will, muss fühlen. So, so, jetzt triffst du besser, ansonsten haben wir ein richtiges Problem, wir zwei. Jetzt bitte den Wonderkill, X-Bud. Ah, nice. Gute Arbeit, X-Bud. Gut, Machomai, sein stärkstes Pokémon, hat uns damals auf dem Gelb-Let's Play Probleme, glaube ich, bereitet. So genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Und es kann Steinhagel. Also wenn der Steinhagel unser X-Bud jetzt trifft, dann war es das quasi mit X-Bud. Ich hoffe nur, das wird ein One-Hit-Kill. Ah, knapp. Oh Gott. X-Bud, das überlebst du, ich glaube an dich. Du bist doch so zäh. Auf dich konnte ich mich immer verlassen. Ja, sehr gut, X-Bud. Oh, du bist das beste Pokémon. Oh. Jetzt hat er sein Mako mal geheilt. Okay, X-Bud. Noch einmal Flügelschlag und du hast es. Sehr schön, X-Bud. Gute Arbeit. Du hast das Macho mal besiegt. Gut, und jetzt kommt Kikli. Ich wechsle jetzt besser mein X-Bud aus. Dann hole Alpollo wieder ins Boot. Ins Boot, sagt man das so? Ins Boot? Nee. In den Kampf. Okay, Hypnose. Komm, Alpollo, du bist doch so gierig nach Träumen, oder? Oh Gott, es setzt Gesichter ein, es kann uns Alpollo angreifen. Also, schnell Hypnose. Nein, warum trifft er jetzt nicht? Nein! Weil er Gesichter eingesetzt hat, trifft jetzt seinen Doppelkick. So, Hypnose. Alpollo, langsam werde ich wieder böse auf dich. Du lässt dich doch jetzt nicht von einem Kampf-Pokémon ausschalten, oder? X-Bud. Ich meine, Alpollo. Alpollo? Langsam werde ich wütend. Also, wenn du stirbst, hast es dir selbst zuzuschreiben. Anscheinend braucht Alpollo wieder seine niedrigsten KP, damit es wieder Hypnose einsetzt. Alpollo mag es. Alpollo liebt den Schmerz. Okay, Alpollo. Stehl ihn seinen Traum und regeneriere dich wieder. One-One-Kill. Gut, Alpollo hat anfangs ein bisschen umgezickt, aber jetzt hat es Kikli doch auch besiegen können. Warum? Wie konnte ich nur verlieren? Ganz einfach, you suck. Da ich verloren habe, muss ich jetzt still sein. Bereite dich auf die nächste Herausforderung vor. Gut, die letzte der Top 4. Melanie. Ich bin Melanie, Nummer 4 der Top 4. Du heißt Gold, sehr amüsant. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Ihr wilder, harter Ruf gefällt mir und sie sind wirklich stark. Glaubst du es? Glaubst du, kannst es mit uns aufnehmen? Los, ich will mich amüsieren. Auf geht's. Okay, machen wir die schnell fertig und dann kämpfen wir gegen den Champion. Der hat auch einen Nachthaar, genau wie wir. Cooler Scheiß. Oh, ich habe vergessen, X-Bud zu heilen. Naja, egal. Dann wechsle ich jetzt mal X-Bud aus und hole Tornopto in den Kampf.
setzt bestimmt Kung-Fu-Strahl ein. Was? Kein Kung-Fu-Strahl? Ja, im Gegensatz zu unserem Nachtara kann sein Nachtara, kann ihr Nachtara finde. Aber unseres hat das bessere Herz. Wir haben es liebevoll erzogen. Boah, das Nachtara, das ist ganz schön stark, sag ich mal. Aber es ist ja auch eine Evoli-Entwicklung, das ist ja deswegen jetzt so zäh. Mann, es ist nur Finte und es zieht trotzdem so viel ab, also nicht schlecht. Gut, jetzt muss ich Tornop so heilen, ich nehme jetzt einen Hypertrank. Ich bin aber auch so sparsam jetzt mit den Items. Ich muss mir Items jetzt einsetzen, wir haben die Liga fast geschafft, wir müssen noch die und den nächsten Trainer, also den Champion, ausschalten, dann haben wir es geschafft. Erdbeben. Na, schon wieder so knapp. Und jetzt kommt Kung-Fu-Strahl. Genau jetzt, wo ich gedacht habe, wir haben die Kung-Fu-Strahl-Gefahr überstanden, setzt er noch Kung-Fu-Strahl ein. Ist ja mal wieder super. Kommt Zidane-Move. So, okay, nach da ist down. Sehr schön. Was kommt als nächstes? Gengar, die Entwicklung aus Alpollo. Hurra, ich bin begeistert. Also Alpollo, kämpf mal gegen deine Entwicklung. Hoffentlich schaffst du es. Level 45. Alpollo, ich glaube an dich. Du bist der Bessere. Er killt sich selber. Na gut, das ist jetzt schon mal ein Anfang. So, jetzt Hypnose. Und bitte ohne rumzuzicken. Alpollo, ich sagte ohne rumzuzicken, Mensch. Immer musst du rumzicken, Alpollo. Was ist los mit dir? Na gut, selber schuld. Hoffentlich ist dir das jetzt eine Lehre, wenn du stirbst. Ja, auch jetzt tut es wieder nicht. Weißt was? Hier ist als Erziehung. Du hast deine Hypnose nicht eingesetzt und jetzt bist du zu Recht tot. Also dann setze ich halt Nachtara ein. Halt nein, Nachtara kann keine Unlichtattacke. Verdammt! Ich denke immer, dass Nachtara eine Unlichtattacke kann. Also gut, Nachtara, ich muss dich sofort wieder austauschen und zwar nehme ich jetzt Tornopto. Gengar hat ja auch den Typ Gift und den Typen Gift können wir als Schwäche nutzen für eine Erdbeben-Attacke. Scheiße! Nein, ich Flammenrad, ich habe mich vertippt. Oh Gott, jetzt geht alles schief. Nicht gut. Hoffentlich reicht der Flammenrad auch aus. Und reicht es aus? Reicht es aus? Nein. Erdbeben wäre es gewesen. Naja. Also gut, dann benutze ich jetzt Hyperheiler. Tornupto und Tornupto ist wieder fit. Yippie! Oh. Gemein. Sein Pokémon kann Abgangsbund. Du willst also, dass ich jetzt einen Doppelkill mache, was? Abgangsbund hat ja. Na, jetzt kommt Schlecker! Okay, jetzt wird's gefährlich. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr, ihn anzugreifen, weil sein Pokémon jederzeit jetzt Abgangsbund einsetzen kann. Verdammt! Okay, jetzt riskiere ich's. Ja! Und tschüss, Gengar! Und Level Up für wohin genau? Jetzt hat es Level 46. Kramurks. Das Pokémon, was wir damals im Rocket Hauptquartier begegnet sind. Da setze ich Donnerschlag ein. Elektro gegen Flug, sehr effektiv. Und Wanted Kill, haha, sehr gut. Gut, dann Hundemon. Ah, Feuer gegen Feuer und Licht. Das Pokémon sind mir auch damals schon begegnet im Rocket Hauptquartier. Das hat damals der letzte Vorstand gegen uns eingesetzt. Oder? Hat er das? Ja, ich glaube schon, oder? So, Boden gegen Feuer ist sehr effektiv. Knirscher, na, ist nicht so besonders stark. Aber wobei, in der zweiten Generation war Knirscher doch etwas stärker als in den zukünftigen Generationen. Aber egal, Erdbeben. Und ich hoffe, ein Volltreffer am ersten Wanted Kill.
Ja, doch nicht. So, jetzt hat noch einen schnellen Erdbeben hinterher. Gute Arbeit, Tornuddle. Wir haben ihr stärkstes Pokémon besiegt. So, und jetzt kommt der Giflor. Hat sie, glaube ich, noch, ne? Genau, Giflor. Gift. Pflanze. Leichte Gegner eigentlich für Tornuddle, weil wir können es ganz einfach mit Flammrad töten. Ich glaube, das wird Moltkill. Ah, doch. Ich will mit meinen One-Hit-Kills. Aber das sind Top 4 Pokémon. Da darf man die nicht unterschätzen. Und nicht gleich sagen, das wird Moltkill. Nein, nein, nein. Okay, Giflor hätten wir auch erledigt. Okay, Melanie hätten wir besiegt. Nun, du bist gut. Das gefällt mir an einem Trainer. Und, boah, 9400. Boah, gar nicht mal so viel. Gar nicht mal so wenig. Scheiße. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ich mag deinen Stil. Du weißt, was wichtig ist. Schreite voran, der Champ wartet. Oh Gott, der Champ. Zunächst heile ich meine Pokémon. Erstmal Elixier auf Tornuddle, dann Elixier auf Alpollo. Dann, was haben wir denn noch? Beleber auf Alpollo. Als nächstes müssen wir unsere Pokémon heilen. Hypertrank auf Nachtara. Ist zwar eine kleine Verschwendung, ich weiß, aber egal. Dann Alpollo. Dann noch einen weiteren Hypertrank. Oh, Garados hat bereits, okay. Dann Tornuddle. Als nächstes kriegt X-Bud einen Hyperheiler. Und weil ich so gemein bin, gebe ich wohin genau eine Kraftwurzel. Muhahaha. Damit es schön böse auf uns wird. So. Okay, das erste Pokémon, was ich jetzt nochmal an erster Stelle tue, ist unseren Starter. Und es geht los. Ich mache hier noch ein Safe State. Okay. Los geht's. Ich habe dich erwartet. Gold. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Worte sind hier fehl am Platze. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried, der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an. Das erinnert mich damals im Gelb-Let's Play, als wir gegen ihn gekämpft haben. Für dich endet der Ausflug in der Pokémon-Liga hier. Rot. Oh, oh, Arena-Leiter-Musik kommt da gleich. Er scheint richtig, richtig stark zu sein. So, mal schauen, was er alles hat. Ein Garados Level 58. Naja, gut, eine Elektro-Attacke würde ihn one-hitten. Bei vierfacher Stärke. So, schauen wir mal, ob Donnerblitz reicht. Yep, tut's auch. Sehr schön. Oh, was haben wir hier? Dragonier. Reinst sie sogar. Okay, jetzt kommen unsere Eisattacken ins Spiel. Ah, sieht gut aus. Das Sprite gefällt mir. So, jetzt hilft hier nur ein Eisstrahl. Blizzard hat keine AP mehr und wir haben auch kein Elixier oder was weiß ich. Hoffentlich reicht der Eisstrahl. Nee, tut's nicht. Er heizt seinen Dragonier mit seinem Hypertrank. Na gut, dann verschwendet er ihn eben. So, Eisstrahl. Hoffentlich ein Volltreffer. Ja, sehr schön. Super. Läuft ja alles wie geschmiert. So, hier kommt Dragonier Nummer 2. Ich muss aufpassen, weil es kann, glaube ich, Donner, ein Dragonier oder Donnerblitz. Dieses Dragonier verwendet allerdings nur Wickel. Was mich wundert, weil Wickel in der Pokémon-Liga ist nicht gerade, wie soll ich sagen, ist nicht gerade stark, würde ich sagen. Für Liga-Verhältnisse ist wirklich eine
Scheißattacke, sag ich mal auf gut Deutsch. Jetzt reicht's aber mit dem Wickel. Wir wollen es ja nicht übertreiben. So, Eisstrahl. Reicht zum Kill. Wieder ein Volltreffer. Aber leider nicht. Oh, Hyperstrahl. Hyperstrahl. Das müsste viel abziehen. Im Gegenteil. Okay. Ja, Dragoniers Spezialangriff ist nicht besonders hoch, also... Ich hätte es mir denken können, so, jetzt kommt Aerodactyl. Das Fossil-Pokémon aus dem Albernstein ist Gesteinflug, also wäre Eisstrahl viermal so effektiv, glaube ich. Aber obwohl ich gar nicht weiß, ob es gegen Gestein so effektiv ist. Ich glaube schon, na doch nicht. Das hat die Attacke locker weggesteckt. Oh, Hyperstrahl wieder. Hoffentlich steckt Hutterk auch die Attacke weg. Die Werte von Aerodactyl kenne ich nicht. Aber es reicht immer noch, um zu überleben und dass Turtok ihn mit Eisstrahl killt. So, Level 58 für Turtok und jetzt kommt sein Dragoran. Das einzige, das einzige Darm-Pokémon ist es nicht, aber das stärkste Darm-Pokémon der ersten Generation. Und ich glaube auch das stärkste Pokémon, das nicht legendär ist. Oh, der Donner müsst Turtok killen. Ja, tut's auch. Schade, Turtok gut gekämpft, aber es hat für Dragoran nicht mehr gereicht. Okay, dann müssen wir Relaxo ranlassen. Relaxo hat eine hohe Spezialverteidigung und ich bin mir sicher, dass Dragoran nur mit Spezial angreift. Wie hier wieder ein Hyperstrahl. Oh mein Gott. Komm schon, Relaxo, steckst du weg. Deine Spezialverteidigung, ich glaube an dich. Jetzt, Risiko-Tech. Risiko-Tech, meine ich, ja. Gut, schade, Relax zwar selber, aber Dragoran muss sich wegen Hyperstrahl wieder aufladen und Risikodeckel killt jetzt dieses Dragoran. Sehr schön. Und auch Siegfried ist nicht mehr einer der stärksten. Unfassbar, du bist wirklich ein Pokémon-Meister. So, und jetzt wird's Zeit. Er nimmt unsere Herausforderung an und wir greifen ihn jetzt auch an. Los geht's! Champ Siegfried möchte kämpfen. Sein erstes Pokémon. Na klar, logischerweise den Gyarados. Also gut, ich greife ihn an mit Donnerschlag. Wird ein One-Hit-Kill, vierfach stark. Ja. Das war sein erstes Pokémon. Sein zweites Pokémon. Aerodactyl, Flug und Gestein. Ich nehme jetzt mal Tornado immer noch draußen. Ich lasse Tornado immer noch draußen. So ist es okay. Und greife ihn nochmal mit Donnerschlag. Ah, nein, er hat Steinhagel. Ah, da ist auch noch Step drauf. Ah. Aber egal, Tornado wird trotzdem überstehen. Ich glaube an dich, Tornado. Ja! Donnerschlag! Sehr schön. Ja, sogar paralysiert. Sehr gut. So, jetzt sind wir schneller als Aerodactyl. Wir hatten so ein Glück jetzt, dass es paralysiert wurde. Ansonsten hätte ich es jetzt austauschen müssen und dann hätte man weiter ein bisschen taktieren müssen. Aber gut, dass es paralysiert wurde. Sehr gut, von uns. So, er hat nur noch vier Pokémon. Dragoran. Das ist gegen Dragoran ein. Nimm mal Apollo. Hat sein Dragonier von damals entwickelt. Sehr gut, ich, ne? Hypnose. Ha, der trifft auf einmal als Palo. Anscheinend hat die Erziehung bei dir was gewirkt. So, Traumfresser. Gut, das müsste jetzt einiges abziehen. Warum so wenig? Oh je. Gut, Scheiße, Spukball vielleicht. Nein, jetzt habe ich mich vertippt. Ah. Okay, ich wechsle jetzt dazu Gyarados, weil Gyarados kann Eis stürmen. Und Eis ist sehr effektiv gegen Gyarados. Dragoran. Ich hoffe, es wacht jetzt nicht auf. Okay, gut. So, Gyarados. Und jetzt Eissturm. Eine Vierfachstärke.
weil Daugram Flug und Drachen ist. Aber Eissturm, die Attacke ist nicht so stark. Okay, ja, Daugram genießt anscheinend sein Schläfchen. So, okay. Ich glaube, das müsste reichen, um Daugram zu killen. Warum sag ich mal jetzt Garados? Okay, gut, das war sein erstes Dragoran. Aber wie wir ihn kennen, hat es sicherlich noch mehr. Hier kommt sein zweites Dragoran. Level 47. So, Eissturm. Ja, so knapp. Was sage ich hier so knapp? Okay, nochmal. Ich hoffe, seine Donnerwelle trifft uns nicht. Komm schon. Nein! Okay, Garados trifft. Scheiße! Hyperstrahl! Oh Gott! Oh Gott, Hyperstrahl ist eine der stärksten Attacken, die es gibt. Boah, Garados hat es geschafft. Das war Dragoran Nummer 2. Und bringen genau recht Level 47. Jetzt kommt ein drittes Dragoran. Auf Level 50, oh Gott. Und es kann Wutanfall, fuck. Auch eine der stärksten Attacken, die es gibt. Und jetzt setze ich mal wohin genau ein. Und hoffe, dass er. Ich hoffe, dass Wutanfall ein normaler Angriff ist. Und dass wohin genau die Attacke bestehen wird. Ja, klar. Okay, Wutanfall ist ein Spezialangriff. Das heißt, Spiegelcap müsste jetzt treffen. Ah, fast ein One-Hit-Kill. Fuck. Jetzt kommt die Top-Genesung. Oh Gott. Boah. So, jetzt nochmal. Bodyguard. Als könnte wohin genau dir etwas schaden. So, jetzt wohin genau. Überlebt den Wutanfall und greif ihn an. Kein Volltreffer. Ja! Das kriegst du alles zurück, Dragoran. Den ganzen Schmerz, den du mein Wohin genau angerichtet hast, kriegst du jetzt zurück. Okay, soweit so gut. Besser. Ich lasse jetzt mal mein Wohin genau sterben. Und jetzt setze ich X-Bad ein. Ich denke, X-Bad ist schnell. Wahrscheinlich auch schneller ist das 50er Dragoran. Und Flügelschlag. Gut, sogar ein Volltreffer. Und sein nächstes Pokémon, Glurak. Den Feuerstarter aus der Kanto-Region voll entwickelt. Garados ist leider tot, da können wir ihn jetzt nicht einsetzen, deswegen lasse ich mal X-Bad draußen. Und Verwirrung. Na, scheiße, ich habe jetzt mich mal wieder vertippt. Ich bin aber auch so schnell heute, deswegen vertippe ich mich jetzt da so häufig. Okay, Flammenwurf, ein Spezialangriff. Ich hoffe, X-Bad hat eine Spezialverteidigung. Ja, es geht. So, jetzt hat Konfusstrahl. Durak hat bestimmt einen hohen Angriff, daher wäre eine Selbstverletzung sehr fatal für ihn. Und wie viel ziehst du es ab? Ja, geht also. Okay, jetzt nochmal fliegen. Bitte nochmal selbst verletzen. Sehr gut, danke schön, Durak. Deine Zusammenarbeit fasziniert mich. Und Glurak
hätten wir erledigt. Und auch Siegfried hätten wir besiegt. Das ist ein seltsames Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champs miterleben durfte. 10.000. Boah, du bist sehr stark geworden, Gold. Deine Pokémon haben deine starke und aufrichtige Persönlichkeit akzeptiert. Auch du wirst zusammen mit deinem Pokémon stärker werden. Oh nein, alles ist vorbei. Professor Eich, wenn du nicht so langsam wärst. Gold. Das ist schon lange her. Du siehst erhabener aus. Dein Sieg in der Liga ist einfach fantastisch. Deine Hingabe, das Vertrauen und die Liebe zu deinem Pokémon haben dir dies ermöglicht. Auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an dich hat sie all das durchstehen lassen. Glückwunsch, Gold. Ein Interview mit dem neuen Champ? Na, das wird mir alles ein wenig zu laut. Gold, kommst du mit mir? Moment, wir haben das Interview fast vergessen. Ah, diese Schurken. Ich war schon lange nicht mehr hier. Hier werden die Liga-Champs für alle Ewigkeit gewürdigt. Ihre mutigen Pokémon sind auch aufgeführt. Hier und heute werden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs. Eines Trainers, der Leidenschaft für und Vertrauen in seine Pokémon hat. Ein Trainer, dessen Erfolg, Ausdauer und Entschlossenheit basiert. Der neue Liga-Champion wird alle Zeichen von aller Größe in sich vereint. Was? Gold, darf ich dich und deine Pokémon als Champs eintragen? Na klar. Ach, jetzt müssen wir das machen, was? So. Gut. Speichern. Ja, gut. Unser erstes Pokémon, unser Starter, Tornado. Level 44. Dann unser Woingenau, unser Special Pokémon. Level 47. Dann X-Bud, unser Flug-Pokémon, Level 43. Dann Garados, unser Wasser-Pokémon, Level 41. Dann Alpollo, unser nicht entwickeltes Pokémon, Level 42. Dann Nachtara, unser zickiges Pokémon, was sich erst mit Level 42 entwickelt hat, Level auf Level 43. Und schließlich und endlich wir. Mann, eine Spielzeit von 60 Stunden. Na gut, man muss ja auch berücksichtigen, dass ich gespeedet habe. Gesehen 185 Pokémon, besitzt 26 Pokémon. Professor Eichs Bewertung. Du wirst immer besser. Hast aber noch einen langen Weg vor dir. Ja, okay. Gut zu wissen.